Wer hat etwas zu verbergen und wer nicht? Dutzende Beamte schauen sich die Lkw ganz genau an und sie werden fündig. An der dritten Achse dieses Lkw aus Polen stimmt etwas mit der Bremse nicht. 24, 25 Tonnen ungebremst, ist ein Problem. Wie gefährlich sind solche Lkw auf der Autobahn? Brandgefährlich, gerade vor dem Hintergrund, dass wir immer wieder schwere Verkehrsunfälle am Stauende beispielsweise haben. Auch die Ladung ist nicht richtig gesichert, stellt die Polizei fest. Der Fahrer sieht das anders. Die Verständigung schwierig. Der Polizist spricht kein Polnisch, der Fahrer kein Deutsch. Per Polizeieskorte geht es zur DEKRA. Ein Prüfingenieur muss nun entscheiden. Kurze Wartezeit. Der Fahrer dieses Lkw aus Holland weiß noch nicht, dass die Fahrt hier beendet sein wird. Der Grund: defekte Bremsen. Beim Lkw aus Polen das gleiche Ergebnis. Das Fahrzeug ist verkehrsunsicher, er erreicht also seine Abbremsung nicht. Das Fahrzeug ist für drei Achsen und drei Bremsen ausgelegt und eine davon ist ohne Funktion. Er wird also da drin übernachten müssen. Die Polizei wird ihm gleich die Weiterfahrt untersagen. Nach 5 Stunden Kontrolle an der A40 bei Moers das Ergebnis der Polizei. Wir haben insgesamt ca. 120, 130 LKWs angehalten. Die Beanstandungsquote liegt bei etwa 60%. Knapp 2/3 der Fahrer verstoßen also gegen Regeln. Der LKW aus Polen darf nicht mehr weiterfahren. Was aus dem Fahrer wird, das weiß die Polizei nicht. Nur, dass ein gefährlicher LKW weniger auf der Straße unterwegs ist.